ich zeige euch drei knackige Details aus Spielen von Rockstar Games. In GTA 5 gibt es diese Radstreifen, diese Radwege, und die werden auch von den Radfahrern genutzt, sogar mit Schlaglöchern und alles. Und wusstet ihr, was ich sehr krass finde, weil GTA 3 nun wirklich alt ist, aber in diesem Game ist es halt so, wenn ihr ein Polizeiauto, einen Krankenwagen fahrt und dann dazu noch die Sirene anmacht, dann weichen wirklich die anderen NPC-Autos alle aus und machen Platz, aber nur, wenn die Sirene läuft. Was ich schon immer sehr krass fand, war bei Red Dead Redemption 2. Wenn ihr euch da nämlich einen NPC schnappt und ihn wirklich mit den Nasenlöchern oder dem Mund unter ein Gewässer drückt, und dabei ist egal, wie tief das ist, wenn es eine Pfütze ist und seine Nase und sein Mund in dem Wasser sind, wird dieser NPC ertrinken. Er wird selber aber auch versuchen, sich über diesem Wasser zu halten. Im Großen und Ganzen aber ein krasses Detail.